So, wir sind im Atomkraftwerk. Willkommen zurück zu Simpsons Hit and Run. Ah, und jetzt suchen wir, würde ich sagen, doch einfach mal die Spinne. Spinne? Espe? Wie komme ich denn jetzt auf Spinne? Läuft alles, ich denke, ja. Wir sind ja schon mal beim Rennen durchgefahren. Ich bin mir nur gar nicht mehr sicher, ob links oder rechts. Das kommt mir gerade tatsächlich nicht sehr bekannt vor. Es gibt hier auf jeden Fall noch etwas, das sah auch tatsächlich auch wieder aus wie in Crash Tag Team Racing bei Radkäppchen, ja. Die Stelle will ich ja eigentlich wiederfinden. Wir fahren einfach mal ein bisschen rum und gucken mal, ob wir es vielleicht hinkriegen. Und das sieht auch interessant aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade lang fahre. Hey! Vorsicht! Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, ne? Offenbar. Okay, okay. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hier überhaupt genau hin soll. Weil da ist ja ein Punkt auf der Karte. Den sollte ich wahrscheinlich einfach mal verfolgen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, da lang zu springen, oder? Ja, mein Auto ist gleich Schrott, glaube ich. Ich bin der böse, böse Homer. Ach ja, den Spruch gab es auch noch. Böse Homer. Warte mal. Da vorne war, glaube ich, eine Telefonzelle, oder? Da würde ich mal kurz mal vorbeischauen. Ach, hier unten ist auch noch ein Automat. Hallo? Der gibt noch mal Geld. Den können wir auch mal direkt mitnehmen. Ja, genau, da ist die Telefonzelle. Mich würde ja schon mal gerade interessieren, wie viel Schaden ich schon wieder genommen habe. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da vorher hatte jetzt. Ich habe auch die Aufnahme, also das Spiel nicht beendet. 23, geht ja noch. Ich habe jetzt noch nicht die Aufnahme beendet, im Sinne von, ich bin aus dem Spiel raus. Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob ich hier auch so wieder direkt gelandet wäre, wenn ich das Spiel beendet hätte. Aber ist ja auch egal. Ach so. Ist das jetzt die andere Seite? Also ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ich versuche jetzt einfach nur mal darüber zu springen. Auch der Heilung wegen. Ich glaube, da muss ich sogar lang, oder? Oder komme ich... Also wenn ich zumindest jetzt da lang will, wo ich schon mal war. Ja, ich glaube, das muss ich machen. Ja, sonst komme ich hier nämlich nicht zu meinem eigentlichen Ziel. Das sieht ein bisschen sus aus. Okay, ich verstehe dieses Atomkraftwerk bisher noch überhaupt nicht. Na, ist auch egal. Ich gehe jetzt mal hier einmal gucken. Ach, da komme ich echt nicht hin. Oder doch? Ja doch, okay, gut, alles klar. Dann laufe ich da mal kurz lang. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie im... Oh, ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Jetzt bin ich irgendwie im Garten von Mr. Burns, wie es scheint. Auf einem riesigen Schachfeld. Hier ist locker irgendwo eine Wespe. Oder irgendwas anderes, was ich hier machen kann. Ach, ich kann die ganzen Bauern hier oben kicken. Die lustigerweise Augen haben. Ja, warum auch nicht? Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn ich alle umkegel, aber machen wir das doch einfach mal. Ich hätte gerne einfach jede einzelne Münze hier. Können wir denn da hochfahren? Wahrscheinlich eher nicht. Oder können wir da einmal im Kreis fahren und hochspringen? Es gibt noch eine Menge auszuprobieren und zu lernen. So, jetzt haben wir erstmal alle umgekegelt und das hat nichts gebracht. Sehr schön. Also außer halt die paar Münzen. Logisch. Ah, das ist so breit hier. Das muss doch eigentlich sogar per Auto erreichbar sein, würde ich behaupten. Mein Schritt ist ganz wund. Ja, komm. Chill. Da komme ich nicht hin. Ich will halt hier nicht alles zu Fuß erkunden, wenn ich das auch wirklich befahren kann. Oh, Seitenstechen. Das tut weh. Hm. Ah, da ist auf jeden Fall... sind noch Kisten. Die nehme ich doch schon mal mit. Natürlich reicht das so nicht. Hätte mir ja klar sein können. Okay, dann gehen wir halt über die Treppen hier. Auch okay. So, kann ich hier auch noch rein? Frage ich mich. Nö. Ist das jetzt hier alles Secret? Wenn ja, warum gibt es hier keine Secrets außer Münzen? Vielleicht kann ich durch die Tür auch durchbrechen mit einem Auto oder so. Ansonsten ist es hier ein bisher sehr interessanter Ort, weil warum ist er da? Ich hab's doch nicht verstanden. Darf na gut. Vielleicht ist es auch irgendwann mal ein Missionsziel, also dass wir hier hinfahren müssen. Wow. Ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Ja, ja, Homer, alles klar. Bald, vielleicht. Wenn du Glück hast. Ist mein Mikro eigentlich irgendwie verstellt? Nein, ist es nicht. Okay. Sah nur wieder so leise aus hier.
Na, da komme ich auf jeden Fall so nicht hoch. Na gut. Fahren wir doch einfach mal weiter. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Na, jetzt haben wir jetzt wenigstens mal in seiner vollen Gänze gehört. Fantastisch. So, da sind wir lang gefahren. Genau, das ist genau die Strecke, die Route. Und jetzt einfach einmal durch die Mitte brettern. Ach, da sind sogar gleich zwei. Das ist ja phänomenal. Wieder eine weniger zum Finden. Die müsste ich aber halt auch erstmal treffen. Was ich gerade halt einfach nicht schaffe. So. Die andere auch noch bitte. Zack. So, sehr schön. Hängt hier überall das gleiche Gemälde von... Okay, nee, hier hängen sehr verstörende Gemälde tatsächlich. Erstmal Münzen. Erstmal Münzen. Kann ich was mit diesem... Ist das ein Sarg tun? Eher nicht. Kann ich hier noch drauf? Ja, kann ich. Und hier ist sogar noch eine Sammelkarte. Ja, siehst du mal. Die ich nicht erreiche, weil ich schlecht bin. Wo hängt die denn genau? Na schon? Hier. Ja, sehr schön. Pergament. Das war zu einfach. Der Freimaurer. Ja, okay. Was sind das für verstörende Gemälde? Ja, das ist irgendein US-Präsident wahrscheinlich. Das ist Mona Lisa ein richtig hässlich. Und mit diesem großen Ausschnitt. Und auf der anderen Seite denkt dasselbe, ne? Ja, okay. Interessante Bilder. Aber das reicht jetzt auch, die einmal gesehen zu haben. Und ich denke, wir waren hier jetzt auch schon erfolgreich, weil wir haben jetzt zwei Wespenkameras erledigt und wieder eine Sammelkarte. Es fehlt nur noch eine im ganzen Areal und das ist gefühlt noch so gar nicht erkundet. Also das ist schon ganz nett. Na, hat sich doch gelohnt, auch hier mal auszusteigen. Jetzt bin ich nur gar nicht richtig im Atomkraftwerk gewesen, weil das ist jetzt eigentlich ja eher so dieser Tunnel der Freimaurer gewesen, ne? Naja. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Ich mag halt Leute zu überfahren, lass mich doch. Ja. Dann fahren wir doch jetzt hier einfach noch einmal so eine Runde. Ich gehe mal davon aus, wir können hier gleich wieder zum Atomkraftwerk irgendwie abbiegen. Ansonsten gucken wir halt einfach mal, was hier sonst so ist. Bin ich jetzt irgendwie bei der Kirche? Kann das sein? Orientierung habe ich nicht wirklich. Ja, macht ja nichts. Ah, jetzt lande ich hier wieder bei der Tankstelle von Barney? Ja, tatsächlich. So, hier habe ich auch schon einen... Nee. Hier ist der Nelson. Ach so. Okay. Ja, wunderbar. Dann können wir doch gleich mal das zweite Rennen machen. Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das mir immer CD-Raubkopien an der Straßenecke verkauft. Naja, ich hatte in letzter Zeit ein paar juristische Probleme. Darum organisiere ich diese Rennen für die Führerscheinstelle. Entweder das oder ich hätte alten Leuten was vorlesen müssen. Ja, dann lieber das, ne? Kreisrennen, absolvier alle Runden und komm als erster ins Ziel, lass dein Fahrzeug heilen. 3, 2, reingelegt, 1. Ach, du bist so witzig, Nelson. Okay, jetzt ist also wirklich mal ein Rennen. Wir müssen gegen andere fahren hier. Ach so, hat der Checkpoint trotzdem gezählt? Ja, offenbar. Ja, der hat so einen tollen Raketenwagen, der ist wahrscheinlich extremst schnell, also verhältnismäßig. Ja, die Familienkutsche ist immer noch schneller. Ach so, das ist... Okay. Alter Scheiße. Also diese Kurve wird mein Auto killen, glaube ich. Die Strecke gehört mir. Du kannst dich verbissen, darauf trinke ich ein Bier. Ja, oh Gott. Aber ich glaube, das es wird spaßig und darf 4 Runden einfach fahren, ne? Meine Güte. Ah ne, 3 Runden, sorry. Es sind 3 Runden, aber wir fahren gegen 4 Leute. Staubfresser. Ja, das war doch elegant, oder? Ich habe meinen Kaugummi verloren. Das war doch recht elegant. Vote Mayor Quimby, ja, mal gucken. Oh shit. Alter! Konzentrier dich. Was ist denn hier mit dem Professor Frink los? Der ist ja. Ich meine, klar, ich habe ja gerade noch gesagt, der Raketenwagen ist wahrscheinlich der schnellste, aber. Holy shit, der ist ja wirklich schnell unterwegs. Er ist gar nicht so erwartet, dass er mir. So auf den. So an den Fersen klebt hier. Oh shit. Na gut. Ach shit. Kann aber auch sein, dass das durchaus. Oh shit, ein bisschen an unserer. Eigenen Performance liegt, so gut wie die sind, ne? Aber. Ja. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Jetzt könnte es ein bisschen kniffliger werden. Ich kann natürlich auch selber ein bisschen sabotieren. Und ich kann auch vor allem so schön innen. Oh, fuck. Alter, Scheiße. Ja, okay. Ich denke immer, ich fahre da links lang, aber ich muss da rechts lang fahren. Weißt du was? Ich glaube, ich sabotiere den jetzt mal ein bisschen. Oh, shit. In der Hoffnung, dass es auch reicht und funktioniert und alles. Nehme ich nämlich einfach mal. So, den hier mache. Ja, das wird nichts bringen, glaube ich.
Ich muss ja trotzdem selber auch weiterfahren. Ja, nee. Ich glaube, das haben wir jetzt verkackt. Einfach nur, weil ich nach links fahren wollte, anstatt nach rechts, weil ich die Strecke einfach noch nicht genug kannte. Ja, das war jetzt absolut... Oh, Alter, ich bin so schlecht, ne? Ja. Hals, Maul, Selma. Oder Patty. Ich habe keine Ahnung von den beiden. Ich kann die wirklich überhaupt nicht unterscheiden. Ist mein Auto wieder ganz? Ja, das scheint wieder ganz zu sein. Also, das hätte ich schaffen können. Das hätte ich wirklich gut schaffen können. Bist du Schnee von gestern? Aber irgendwie, sagen die Leute, ich sei zu langsam. Moment mal. Hätte ich die Strecke da nicht falsch im Kopf gehabt, wäre das, denke ich mal, was geworden noch. Dann hätte ich den Fring auch einholen können, aber... Du bist ein Trottel, die Strecke gehört mir. Du kannst dich verpissen, darauf trinke ich ein Bier. Halt einfach Maul, Homer. Halt einfach Maul. Ja, vor allem diese langen Sprüche, die müssen halt so echt nicht sein. Wir sind übrigens in Part 3, ja, und die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Das wird sehr erfreulich. Konzentrier dich, äußerste Konzentration. Na, da gar nicht mehr so unrecht, ich muss mich jetzt definitiv konzentrieren. Die erste Runde lief eigentlich vorhin auch ganz gut und dann in der zweiten Runde ist irgendwie alles so ein bisschen bergab gegangen. Wie einfach hier Otto mit seinem Schulbus mitfährt, ist auch krass. Also ich würde einfach mal vermuten, dass da der Otto drin sitzt. Ich weiß nicht. Ich muss auch nochmal so ein bisschen lernen, was ich quasi über den Haufen fahren kann und was nicht. Also diese dünnen Bäume, ja, diese hier zum Beispiel nicht. Die sind ein bisschen zu fett. Macht wahrscheinlich auch ein bisschen Damage an meinem Auto, aber das ist ja... Das kann man vertragen, denke ich. Ah, der Frink ist schon ein bisschen weg jetzt. Das gefällt mir. Der Sack. Ja, passt noch, passt noch. Da ist er doch. Tut er das? Ich meine, ich nehme auch jemand das ein oder andere mit. Ich will jetzt nicht als Bescheißen werten, aber... Okay, der Schulbus, der ist ja komplett lost. Schade, dass nicht nur Schulbusse mitfahren. Also ich glaube, ohne Driften wäre schwierig. Aber so ist es ja komplett in Ordnung. Erinnert mich spontan noch so ein bisschen an SpongeBob-Film ab, an diese lustige... Alter! Du Pimmel! Wenn ich das jetzt deswegen verliere, ne? Ich glaub's ja nicht. Diese lustigen Bootsrennen, Alter, das ist echt verdammt knapp gerade. Nein, 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 tu mir das nicht an, tu mir das... Nein, 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 nein. Danke, dass du in mich reingefahren bist. Es ist furchtbar. Ich werde meine Sorgen im Golden Banana ertränken. Aber wäre auch unfair gewesen. Das war zu einfach. Der andere hat mich einfach komplett aus der Fassung gebracht und aus der Bahn geworfen. Aber ich habe den Freak dafür auch aufgehalten. Dann ist das in Ordnung. Aber das wäre jetzt blöd gewesen. Hätte ich einen kleineren Wagen gehabt, wäre es problematisch gewesen, tatsächlich. So, ist jetzt hier irgendwo mein Auto noch? Oder? Ja, da vorne wieder, okay. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich jetzt doch nochmal wieder zu Mr. Burns zu kommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also hätte ich eigentlich schon vor, also mal wieder die eigentliche Mission zu verfolgen. Wenn sich da jetzt noch irgendwas anderes ergibt, zum Beispiel eine Wespenkamera, Hallöchen, dann kann ich natürlich auch nicht nein sagen. Kann ich den Wagen mitnehmen, fahren, wie ist das? Der sieht da so verlockend aus. Könnte ich offenbar. Schalte ich also einfach auch Wagen frei, indem ich sie einfach nur... indem ich einmal einsteige? Ist das so? Sei so frei, von jedem eine Mitfahrgelegenheit zu verlangen. Wir Simpsons haben so viel für Springfield getan. Da ist es nur gut und recht, dass wir etwas zurückbekommen. Ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Und das können wir jetzt von jetzt an auch auswählen, oder wie? Ich frage mich, ob ich das durch das Rennen freigeschaltet habe oder ob ich das die ganze Zeit hätte finden können. Ich... schätze mal letzteres. Was ist hier so? Also das wird sehr fragil sein, deswegen muss ich eigentlich echt aufpassen, wie ich fahre jetzt mit dem Ding. Ist halt mega schnell, aber es ist halt auch echt schnell am Arsch, glaube ich. Also was heißt glaube ich? Das ist eigentlich offensichtlich, dass es so sein wird. So, jetzt bin ich... Wo? Hier ist das Rathaus, ja? Kann ich einfach nur Kreise fahren, oder? Ja, da würde ich glaube ich wieder genau dahin kommen, wo ich gerade war, ne? Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich auch wieder durch den Tunnel zurück. Alter, Vater. Das Ding ist mir ein bisschen zu krass. Alter, okay. Das Ding wird nicht lang überleben. Aber hey, ich fahre es einfach so lange, bis es tot ist. Wobei, ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Und ich glaube, es ist tot. Wow, das Auto hast du aber homerisiert. Aber keine Panik. Warte ein paar Sekunden und alles wird wieder so gut wie neu sein. Warum? Woher soll ich das wissen?
Ich lese nur, was hier steht. Naja, haben wir es auch mal gemacht und wir haben ein bisschen Geld dafür bekommen. Aber auch gleichzeitig irgendwie Geld verloren, oder warum war das jetzt gerade rot? Naja. Gut, dann laufen wir doch mal durch die Gülle hier. Oh, Seitenstechen, das tut weh. Ja, komm, chill. Ich hätte da vorne, glaube ich, eine Dings da gehabt, aber... Ich glaube, das wäre deutlich besser gewesen. Ich glaube, die nächste, die Richtung dauert nämlich ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht so, aber... Ja doch, die ist ja direkt da. Ja, perfekt, alles klar. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt quasi hinterhergeworfen bekomme oder ob ich das jetzt wirklich selber nochmal bezahlen muss, diese Reparatur oder wie das aussieht. Gucken wir mal. Ach, das ist jetzt hier gar nicht drin. Ich dachte, ich könnte das jetzt hier auswählen. Das ist ein Special-Auto, was hier gar nicht mit drin ist. Ach so. Ich brauche deine Hilfe. Das ist ja lustig. Schläft, ja, ich weiß. So. Okay. Ändert aber auch eigentlich nichts an der Tatsache, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich eigentlich hin soll. Ah, fantastisch. Ich versuche mal ein bisschen mehr auf mein Radar hier zu gucken. Ach, so hätte man auch normalerweise dahin fahren können, ohne darüber springen zu müssen. Alles klar. Geh zu Homers Arbeitsplatz. Ja, wo denn? Muss ich da wirklich da hochlaufen? So? Ist das so? Offensichtlich. Ich dachte, das wäre für ein Secret. Oder muss ich hier lang? Ach, ich muss hier lang. Ach, lol. Ja, okay. Wie kann ich schlafen, wenn Kameras mich beobachten? Oh, dann sehen mich vielleicht sexy Girls im Internet. Diese dämlichen Kameras gehören alle zerstört. Euch drehe ich einfach den Saft ab. Zerstör alle Energiekopplungen, ehe die Zeit abgelaufen ist. Energiekopplungen, alles super. Klar. Ist das super? Ich weiß es noch nicht. Hier kann ich sonst nichts machen, ja? Ach doch, ja, das ist ein Gag. Hatte mich gerade verwirrt, weil hier halt die Mission war. Ich gehe zumindest mal... Oh, da ist jemand gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein Gag war, oder? Ich kann es ja leider nicht nachschauen. Was ein bisschen blöd ist. Ah, hier sind die jetzt. Okay, wir haben 3 Minuten 30 Zeit. Ja, und jetzt sind wahrscheinlich hier oben die ganzen Sachen. Ja, ja, okay. Das Ding geht ja hoch. Gut, ist entsprechend sehr gut, dass wir uns hier schon mal umgeschaut haben und da einigermaßen Bescheid wissen. Wie das hier grundsätzlich funktioniert. Ja, Marge wird bestimmt mal Atomkraftwerk putzen, hast du recht, Kollege. So, den Gag kenne ich hier schon mit dem, dass das Ding einfach weggeht. So, also 3 Minuten ist auf jeden Fall großzügig, aber wir sind ja auch immer noch in der ersten Welt, ne? So ein bisschen Tutorial-mäßig alles. Deswegen wird das jetzt hier alles nicht so wahnsinnig schwierig sein. Ah, das ist wieder so richtig schön PlayStation 2, ne? Man kann immer nur die Kamera an bestimmten Stellen so richtig drehen. Aber ich würde dann gerne nochmal hierhin zurück. Wäre ganz cool. Wobei das eigentlich ein bisschen... blöd ist, weil dann komme ich da gar nicht so ohne weiteres rüber. Naja, wobei ich kann wieder zurückfahren. Passt schon. So, die letzten 2 Dinger sind da. Und das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Da bin ich nämlich beim letzten Mal auch schon runtergefallen. Aber hat doch geklappt. Perfekt. Wenn du so bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Und das. Und dann haben wir das innerhalb von einer Minute geschafft. Ich mag sowieso keiner. Ah, jetzt müssen wir ein Schläfchen machen. Ja, alles klar. Machen wir. Kein Problem. Da sind wir auch schon. Endlich kann ich mal schlafen. Ihr dummen Drohnen, kehrt zu eurer hässlichen Familie zurück. Nein. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Jetzt darfst du es noch sagen, aber nicht, wenn wir wieder gefailt haben. So, wir können zum Haus der Simpsons zurückfahren. Schön, okay, was steht denn jetzt hier an so? Wir haben noch ein Straßenrennen, eine Sammelkarte. Wir haben noch nicht viele Fahrzeuge freigeschaltet, aber wir haben schon 16 Kameras. Das ist gut. Fehlen nur noch 4. Aber noch einige Gags. Das könnte sich als ein bisschen problematisch herausstellen, glaube ich. Aber gut, gucken wir doch mal weiter, was wir sonst noch so an... Orten und Gebäuden hier finden können in der Stadt. Wir haben auf jeden Fall noch hier das ganze Farmgedöns und Hinterwäldler und sowas. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch hin, ne? Itomako, ja, absolut. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas Bitte Tolles. Verklag mich nicht. In diesem ganzen Feld. Ich kann zumindest mal alle Tomako-Pflanzen umfahren. Das war Bart. Oh! Ist das Establishment schuld. Ja, vielleicht soll ich das auch doch nicht übertreiben. Jetzt ist das Problem, ich komme hier nicht mehr ohne Probleme raus. Weil die Polizei ist schon so ein bisschen interessiert an mir gerade.
Ich meine, kann man ja auch mal zeigen. Vor allem, weil Bart dann wahrscheinlich auch nochmal sagt von wegen so, ja, hier, guck mal, ist schlecht. Ich würde gerne eigentlich nochmal da. Kann ich da durchfahren? Ja, okay. Weil ich hatte ja diese Reparatur gesehen und generell wollte ich hier mal langfahren. Alles einfach mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ah, hier ist so eine Sprungschanze dann dafür, alles klar. Ja, okay. Die andere muss ich jetzt aber nicht noch ausprobieren, oder? Na, passt schon. Haut doch mal ab hier. Gut. Durch die Hütte bin ich, glaube ich, auch schon mal gefahren. Können wir trotzdem noch mal machen, um zu gucken, ob da noch was... Ach so, stimmt, von hier ging das nicht. Ja, ja. Ich bin der böse, böse Homer. Ja, das bist du. Das ging nur von der anderen Seite, das hatte ich festgestellt. Das Reifenfeuer, oder was ist das hier? Ja. Können wir da tatsächlich hinspringen? Stell ich mir ja nicht so clever vor, aber... USA! USA! Das hat er auch mal eingedeutscht in der eigentlichen Folge, wo er das gesagt hat, aber gut. Dann halt so. Okay. Ja, warum nicht? Ich versuch's einfach mal. Ich guck mal, was passiert. Mach du das erstmal besser! Homer macht Bumm! Okay, kann ich darüber springen oder ist es... Es ergibt für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn. Da ist ja auf jeden Fall eine Rampe. Ich glaube, das ist halt einfach eine Abkürzung und ich habe die halt einfach verkackt. So sieht das jetzt für mich aus. Endlich die Beine ausstrecken und den Schritt entklemmen. Ah, den Schritt entklemmen, ja super. Das brauche ich jetzt. So. Dann ist es das auch hier schon wieder? Ja, Junge. Nichts Besonderes hier, da drüben wahrscheinlich auch nicht. Will ich trotzdem mal ausgecheckt haben und einfach mal schön gegen die Ecke des Hauses fahren. So, hier habe ich mich noch nicht umgeschaut. Das mache ich jetzt mal. Vielleicht haben wir hier noch eine Wespe, einen Gag, vielleicht beides, vielleicht gar nichts. Irgendwas ist doch hier hoffentlich. Eine Karte fehlt auch noch, eine aber nur noch. Ich war halt nur in diesem... Ja, wie will ich es nennen? Dieser kleine Marktplatz, Campingplatz, irgendwas. Mo? Hallo? Alles fit im Schritt. Barney hat gestern Abend schon wieder den Billardtisch besudelt. Ja, das ist Barney, ne? Ja, okay, hier sieht es nicht gerade spannend aus. Dann halt nicht. Darf nie wieder reden. Ah, hier wohnt Nelson offenbar. Okay. Ist ja richtig aggro. Da unten waren wir, ne? Da unten rechts. Ach, hier ist der... Nee, warte mal. Hier ist der Müllhaus? Okay. Au, das tut weh. Ach, das wächst nach. Was auch immer. Okay. Ja. Gut. Dann muss ich da jetzt nicht nochmal lang, würde ich sagen. Zumindest würde ich jetzt erstmal nichts mehr vermuten. Und da haben wir eine Mission. In der ganzen Stadt wirst du auf Leute treffen, die ich gerne Loser nenne. Manchmal brauchen die eine Mitfahrgelegenheit oder sonst irgendeine Hilfe. Egal. Wenn du ihnen einmal geholfen hast, karren sie liebend gerne deinen faulen Hintern herum. Na, ist doch kein Problem. Ich bekomme dadurch auch was. Ah, guck mal, da hinten. Ach so, das ist nur so ein hüpfendes Ding. Ich weiß auch nicht, was ich das gerade hier abgestempelt habe. Als Karte vielleicht? Keine Ahnung. Aber die geben immer so schön viele Münzen, diese Kisten. Ich muss mal mehr sprinten. Kann ich hier noch irgendwas anderes tun? Sieht nämlich nicht danach aus. Aber auf den Briefkasten. Spuckler, sehr schön. So, hallo. Hey, dich kenne ich doch. Du bist in meiner Dummkopf-Selbsthilfegruppe. Darf ich mir deinen Truck mal kurz ausleihen? Unmöglich, ausgeflippte Blauhose. Erst muss ich meine täglichen Hausarbeiten erledigen, sonst macht mir Brandine heute Abend nicht ihren Bisonbratenauflauf. Na gut, ich helfe dir bei deinem Hillbilly-Kram. Hilf mir, die Ernte einzubringen, dann fahre ich dich, wohin du willst. Juhu! Zunächst mal solltest du zur Tankstelle fahren und mir ein paar von diesen Pappröhren holen. Ich brauche Abwasserrohre für mein Haus. Wenn du damit fertig bist, reiß alle Tomaco-Pflanzen raus, damit die Kleinen sie für den Verkauf waschen können. Okay, das habe ich ja sogar schon halb gemacht. Suche nach Pappröhren und ernte die Tomacos für Klitus in weniger als 2,30. Das ja, das mal.
2:30. Okay, wo ist denn die Tankstelle überhaupt? Das war jetzt das, wo ich den Nelson getroffen habe, oder? Naja, gut. Das Wichtigste... Ach so. Ich dachte, die sind an der Tankstelle. Der Wagen hält ganz schön was aus. Habe ich das falsch verstanden, oder? Ach, ist doch egal. Ja, nee, nicht wirklich. Aber an der Tankstelle sind halt auch welche. Eine. Na gut. Also halbe Phantasialand-Mucke hier wieder. Oh, shit, da muss ich, glaube ich, rauf. Ne? Ja, okay. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein recht enges Zeitlimit werden, vor allem, weil die Tomako-Pflanzen reichlich waren. So, das sind kleine Bäume, die kann ich ausreißen, kein Problem. Oh, shit. Okay, ich gehe vor Gericht. Ja, mach das mal. So, fahr zum Tomako-Feld. Muss ich jetzt wieder in die andere Richtung? Ja, offenbar. Okay. Das ist also tatsächlich eine Mission, da lohnt es sich dann umzudrehen und nicht wieder durch die ganze Stadt zu fahren, deswegen. Ach du Alter, nee, das wird aber nix. Vielleicht geht mein Auto sogar Schrott währenddessen. Gut dabei bin ich jedenfalls nicht. Aber warum kann ich es auch nicht andersrum machen? Ich habe das Gefühl, das geht schneller. Aber naja. Gut. Wir sind gleich immerhin schon wieder da, wo Cletus uns die Aufgabe gegeben hat, und das ist jetzt nicht so weit weg vom Tomako-Feld. Einfach nur noch einmal rechts, einmal links, glaube ich, so ungefähr. Oh, shit. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Ja, da sind wir doch jetzt gleich schon. Nein! Schulbus! Weg da! Ich nehme mal lieber das hier mit. Das brauche ich langsam. Ja, jetzt könnte es interessant werden. Ob wir das schnell genug schaffen. Ist doch weiter als gedacht. Durch die Hütte würde ich jetzt auch gar nicht mal springen wollen, weil... auf der anderen Seite des Feldes quasi. Ja, hier können wir mal ein bisschen drüber fahren. Alter, ist doch weiter weg, als ich dachte. Jetzt dreh mich doch nicht noch. Ja, da sind wir auch. Ah, nur eine halbe Minute, ne? Aber wobei, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir da noch mehr Zeit, aber nein, haben wir nicht. Okay. Das sollte doch eigentlich möglich sein, oder? Also, die sind ja alle hier. Ja, das sollte möglich sein. Allerdings, Polizei, ne? Will jetzt auch nicht unbedingt krass provozieren. Das war schon vorher so. Ja, wir kommen jetzt langsam aus dem Feld raus. Ja, so. Ach, ich muss zurückfahren. Ach, scheiße. Okay. Das wusste ich nicht. Scheiße. Ja, okay. Gut, das ja. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet oder damit gerechnet, aber ja, okay. Gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Die Sahne. Sahne. Aber ich kann jetzt auch viel besser die Papröhren einsammeln. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ich glaube, bei den Tomakos kann ich dann auch ein bisschen schneller sein. So, wichtig, immer schön weit links fahren, damit man hier auf die... Ich hab Angst und hab die... auf diese Bürgersteige hier kann, wenn ich es mal so nennen kann. So, und das letzte lag doch jetzt auch irgendwie auf dem Weg, ne? Mitten, so. Okay, können wir direkt drehen hier um den Baum, perfekt. So, innerhalb von einer halben Minute geschafft. Da waren wir gerade, glaube ich, eine ganze Minute oder 1:30 oder sowas dran gefühlt. Ja. Also wenn nicht jetzt, dann weiß ich auch nicht. Also zumindest mal mit dem Anfang. Der ist schon mal sehr gut. Ich sollte auch versuchen, jetzt eigentlich auf dem Weg dahin gar nicht mal so viel Aufsehen zu erregen. Weil ich eben durch die, wenn ich durch die Felder fahre, viel Aufsehen errege. Bei den Beamten. Aber gut, es geht um Zeit. Da kann ich jetzt auch nicht so krass viel Rücksicht nehmen, holy shit. Der Part ist auch fast vorbei, aber das machen wir noch. Vor allem, das schaffen wir noch, würde ich sagen. Wenn mir nicht irgend so ein komisches, khaki-farbenes Auto entgegenfährt. Was soll das? Ah, da hätte ich auch durchfahren können, das wäre auch gar nicht schlecht gewesen. Eine Minute haben wir jetzt noch, gerade hatte ich glaube ich 30 Sekunden. Jetzt komme ich! Oh shit, die Polizei ist aber schon... sehr angetan von mir gerade. Also nicht. Ach du Scheiße. Dann sehen wir gleich wahrscheinlich mal den Hit-and-Run-Modus. Oh, shit. Komm, fahr, Junge. Ja, super. So. Lass da mal bitte, Polizei. Müsst mich jetzt hier nicht. Ja, da sind sie mir schon richtig am Arsch hier. Oh shit. Weg. Ich will doch einfach nur zum Spucklers zurückkehren. Oh, da kommen sie schon. Oh, shit. Hau abhauen. Oh, fuck. Das war schlecht.
Nein, gib Gas! Oh, fuck. Ist ja knapp. Wo ist denn der Kollege nochmal? Ja, der ist so weit weg, ne? Ah, das ist so krass. Da, hallo. Nein, nein, bitte nicht, nein! 50 Münzen. Naja, gut. Schade. Okay, Stadtjunge, ich helfe dir. Du musst nur in eine dieser magischen Zauberkästen reinbrüllen, schon bin ich da. Ich bin der König der Welt! Immerhin haben wir die Bonusmission geschafft. Du hast Cletus Kleinlaster freigeschaltet. Such eine Telefonzelle, wenn du ihn benutzen willst. Schön. Damit haben wir jetzt also schon 62,9%. Und ja, Story-Missionen machen wir sowieso immer mal wieder weiter. Das sieht doch gerade eigentlich ganz nett aus, würde ich sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann fahren wir wahrscheinlich erstmal zurück zum Haus der Simpsons und gucken, was wir vielleicht auf dem Weg noch so finden und mitnehmen. Bis dahin. Ciao.